Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Wochenhoroskop. Heute schauen wir uns den Verlauf dieser Woche an. Auf diesem Kanal werden Horoskope und Deutungen hochgeladen. Um nichts zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Venus steht in dieser Woche im Mittelpunkt und geht besondere Verbindungen mit einigen prominenten Planeten ein. Am Dienstag, den 18. Oktober, bildet sie ein pikantes Treigen mit ihrem Co-Herrscher, dem leidenschaftlichen Mars, in ihrem erotischen 8. Haus. Die Tatsache, dass die kokette Venus in ihrem 12. Haus der Fantasie geparkt ist, heizt diese Liebesverbindung noch weiter an. Dieses kosmische Paar kann ihr Mojo auf Hochtouren bringen. Für Paare sind keine weiteren Ratschläge nötig. Tun Sie einfach, was Ihnen in den Sinn kommt. Wenn Sie derzeit ungebunden sind, lassen Sie Ihre stählernen Schranken fallen und gehen Sie auf jemanden zu. Vielleicht gesteht Ihnen jemand seine Anziehungskraft, oder vielleicht lassen Sie sich 2 Sekunden lang verletzlich sein und gestehen Ihnen Ihren eigenen heimlichen Schwarm. Ergreifen Sie die Initiative, um Ihren Status als Füchsin wiederherzustellen. Tun Sie kleine Dinge, um sich in Ihrer eigenen Haut wohl und sinnlich zu fühlen. Nur für sich selbst tanzen Sie in Ihrem Wohnzimmer, legen Sie eine Bauchtanzplatte auf und strecken Sie sich wie eine Katze auf Ihrer Yogamatte aus. Und frischen Sie Ihre Dessous-Schublade auf, auch wenn Sie nicht auf Partnersuche sind. Hegen Sie einen tiefen Groll oder hegen Sie einen Groll gegen jemanden. Das allein kann schon ein Stimmungskiller sein. Nutzen Sie den selbstbewussten Dienstagshimmel, um über die Dinge zu sprechen. Und seien Sie bereit, in sich zu gehen, denn es gibt immer 2 Seiten eines jeden Konflikts. Aber warten Sie nicht zu lange. Am Donnerstag gerät Venus in ein Quadrat mit ihrem anderen Co-Herrscher, dem kontrollierenden Pluto, was zu Reibungen der falschen Art führen kann. Was auch immer Sie tun, am Samstag werden Ihre Schritte noch verstärkt, wenn Venus und Sonne am letzten Tag der Waagesaison zusammenarbeiten und alles auf den Kopf stellen. Das Duo Sonne-Venus heizt sich am Sonntag noch einmal auf, wenn beide in den Skorpion wechseln, die Sonne bis zum 22. November und die Venus bis zum 16. November. Machen Sie sich bereit für einen Monat des Feierns und Ziehens aller Register. Die Skorpionzeit ist Ihre jährliche Zeit, in der Sie sich selbst und Ihre Wünsche über fast alles andere stellen. Selbst wenn Sie ein wenig niedergeschlagen sind, lassen Sie die kosmischen Winde Ihre Segel füllen und Ihre Lebensfreude wiederherstellen. Wenn Ihr Selbstvertrauen wieder auf dem richtigen Niveau ist, sind Sie bereit, sich in neue Abenteuer zu stürzen. In den letzten 4 Wochen, in denen Sonne und Venus in der Waage und in Ihrem 12. Haus der inneren Prozesse auf dem absteigenden Ast waren, haben Sie vielleicht festgestellt, wo Sie sich festgefahren fühlen und wo Menschen und Situationen Ihr Verfallsdatum überschritten haben. Es ist an der Zeit, sich von ihnen zu trennen und das Drehbuch neu zu schreiben, das sie in eine bessere Zukunft führen wird. Aber seien Sie vorsichtig, Skorpion. Ihr intensives Sternzeichen könnte leicht in Besessenheit verfallen, also denken Sie daran, dass die Reise genauso wichtig ist wie das Erreichen des Ziels. Da diese Kraftpakete Ihr erstes Haus des Stils und des Aussehens aktivieren, sind Sie vielleicht bereit für die Umgestaltung, von der Sie schon lange geträumt haben. Am Sonntag gibt es noch mehr wichtige planetarische Neuigkeiten. Der stabilisierende Saturn beendet seine fast 5-monatige Rückläufigkeit im Wassermann und in Ihrem häuslichen Bereich und setzt sich wieder nach vorne in Bewegung, was Ihnen hilft, Projekte voranzutreiben, die ins Stocken geraten sind, oder Beziehungen, die ins Stocken geraten sind. Sie werden immer wieder Gelegenheit haben, Missverständnisse mit Mitbewohnern, Verwandten oder Ihrem Liebsten auszuräumen, und vielleicht werden Sie endlich dazu inspiriert, Ihr Heimwerkerprojekt in Angriff zu nehmen. Aber Saturn kommt immer mit der Warnung, realistisch zu bleiben. Wenn Sie versuchen, zu viel auf einmal zu erreichen, werden Sie nur überwältigt und möglicherweise in Schulden und Verzweiflung gestürzt. Sprechen Sie nach: Danke, aber nein, danke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie.
hinterlassen Sie auch gerne einen Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald!